an die Brassen! Hoido, ihr Landratten und Kielschweine. Ja, willkommen wieder einmal hier zu Herrscher der Meere. Immer noch ein unheimlich langes Projekt für ein ziemlich altes, einfaches DOS-Strategiespiel. Aber es macht halt Spaß, hier einfach mit den Schiffen durch die Gegend zu fahren. Und wir haben uns ja kein einfaches Ziel vorgenommen, um hier die Weltherrschaft zu erringen. No? Wir hätten natürlich die Computergegner schon längst fertig machen können. Wir wollen aber die Weltherrschaft auf anderem Weg erringen. Ja. So, machen aber trotzdem eine Kampfgruppe fertig, um den portugiesischen Heimathafen anzugreifen und zu erobern. Einfach weil die Portugiesen so schwach sind, dass sie... So, Korvette, Relax, jawohl, hier ergänzen wir unsere Kampfflotte mal um eine Fregatte, Zweiergeschütze ran, und möglichst die volle Stückzahl, und jetzt geht's ja hier zur Sache. Ja, die werden wir hier auch kräftig mal gegen eine, die gut ausgewählte Festung der Portugiesen einsetzen. Ja, volle Besatzung, voller Proviant. Auch der Rest der Flotte wird kräftig ausstaffiert und das ist eine Korvette, das ist eine Korvette, das ist eine Fregatte, die hat schon Zweiergeschütze, die werden wir auch ein bisschen aufrüsten, no, dass die da auch voll mit eingreifen kann ins Gefecht. So. Dann, ja, eine Korvette fügen wir noch hinzu. Bei der bleiben wir allerdings bei den einfachen kleinen Geschützen. Allerdings jede Menge Kugeln an Bord. Mannschaft voll ausgebaut. Und Proviant, ja, 10 Wochen reicht's dann nur noch. Ja, aber für die Überfahrt hier nach Järgan sollte das reichen. Da wollen wir uns dann noch mit weiteren Schiffen eindecken. Ich denke mal, eine Fregatte kommt noch dazu. Und dann werden wir uns auf den portugiesischen Hafen stürzen. So, den Spielzug beenden wir. Da sollte uns nichts Böses mehr blühen. Früher hatten wir ja doch immer wieder mit der Monatsabrechnung Probleme. Aber jetzt die Kosten inzwischen 400.000, knapp 350.000 pro Monat. Gut, 60.000 Steuereinnahmen, also so netto rund 300.000 Goldstücke pro Monat tragen wir locker. Das kriegen wir alles durch Handel wieder rein. Ja, auch wenn zwischendurch jetzt unsere Produktionsstätten, die wir am Anfang des Spiels gebaut haben, wenn die inzwischen veraltet sind und verfallen, so wie hier in Järgan. Ja. Aber unsere Werften produzieren hier doch fleißig immer wieder die Schiffe. So, Järgan, da müssen wir eine Produktionsstätte ersetzen. Beziehungsweise wieder aufbauen. Und ja, bleiben wir mal bei Häuten. Die werden wir ja schließlich im Festum los. So. Soweit so gut hier unsere Lagerflotte in Järgan. Und wir haben eine neue Mission. Große Unwetter ziehen über Ewingen her, deswegen haben wir beschlossen, große Mauer, um den Hafen zu errichten. Wir suchen nun einen entschlossenen Mann, ja, hier, der unser Schiff mit dem Golde sicher von Fasar nach Ewingen geleitet. Ihr müsst bis spätestens Februar geschafft haben. Ja, machen wir. Hier haben wir die Fleuten, Fasar, hier der Hafen. Ich habe natürlich jetzt hier nicht direkt eine Brick in der Nähe, aber lassen wir die mal von Festum kommen. Ach, den Hafen Fasar, den müssen wir auch noch öffnen. Falls mal einer der Computerspieler dort einkaufen will. Ja. Und auf geht's. Ja. Ruckzuck macht sich hier die Brick auf den Weg. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle?
Ja, ihr macht euch wieder hier auf den Weg nach Torval, denn ihr habt die ganzen Feinstoffe an Bord, die wollen wir hier verscheuern. No. Wir sind nur vom Sturm davon abgehalten worden. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. So, die Galeonen sind schon in Torval. Zack, rein Wir sind da, die eingelaufen, andere Sir. Galeonenflotte, mit der wir hier so hoch im Norden unterwegs sind. Schauen wir mal. Jo, Alkohol wird hier produziert. Na, aber erstmal, wenn wir hier die Besatzungen auffrischen, können wir den hier zurück ins Lager packen. Jawohl, da haben wir nämlich alle Schiffe mal richtig leergeräumt. Und wenn wir jetzt hier das vertauschen, eine Werft haben wir hier noch nicht. Das ist, ach so, wir haben ja auch den Hafen noch gar nicht erobert. Von daher können wir hier auch noch nicht viel machen, außer eben produzieren. Ja. So, dann sehen wir mal zu, was wir hier alles mitnehmen können. Aus eigener Produktion 28 Tonnen Waffen, Alkohol. Juhu, schaffen wir alles weg. Und natürlich auch aus neutraler Produktion. Zack, 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 da bleibt dann für die anderen nicht mehr viel übrig. Macht aber soweit nichts. So. Moment mal, wenn wir schon so viel Alkohol an Bord haben, schauen wir mit den Dampfern hier nochmal oben vorbei, entweder in Dirat. Jawohl, da ist es ja noch, Ware abzuholen. Aber in Riva, ja, da wird nämlich Alkohol tatsächlich gebraucht. Das wäre natürlich was. Und dann hier halt eben noch die restlichen Gewürze abholen. Das wäre was. Dafür werden wir aber hier noch ein bisschen Proviant an Bord nehmen. Ist zwar nur eine Woche, die wir da mehr rausholen, aber es ist ja auch eine lange Tour, die wir hier vor uns haben. Mal sehen, ob dafür das reicht nicht. Da werden wir also hier in Olport einfach nochmal Station machen und uns verproviantieren. Jawollo. Kielhafen So, die erreicht, Flöten Sir. Wir endlich laufen auch ein. hier wieder unterwegs. Genau, die kommen ja von Kap Brabak, haben Teppiche an Bord, die Wir wir sind hier in ein. Punchon gut verkaufen können. Na, 55 Teppiche, 16.000 bringt uns doch sauber über die 9 Millionen an Barkapital. So. Personal und Proviant werden wir auch auf den Leuten verteilen. Das geht alles hier nach Jargan. Und wir nehmen natürlich Zucker mit und auch an Baumwolle nehmen wir mit, was wir mitnehmen können, um es nach Jargan zu bringen. Was wird denn hier noch gebraucht in Kumschon? Gewürze. No? Okay. Erstmal hier hoch nach Jägern und den ganzen Krempel dann im Lager abgeliefert. Und dann kümmern wir uns mit den Leuten mal hier um die Häfen, dass wir da die Sachen abholen Lockdown! und nach Jägern ins Lager bringen. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, die Brig hat es hier natürlich im Sturm recht kräftig zerzaust. No? Die werden wir aber, wir sind ja gerade mit einer Mission unterwegs, mal hier nach Ebingen. Nee, die schicken wir nicht nach Ebingen. Das heißt, bis die Kampfflotte da ist für den Angriff auf den portugiesischen Heimathafen hier Merolin, können wir das ruhig so machen, dass wir die da unterschicken. Beziehungsweise, wir müssen ja auch irgendwann mal den Portugiesen den Krieg erklären. Ne? Deswegen lassen wir die hier im Hafen, in Buron. Da liegt ja, Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. wenn ich das richtig gesehen habe, eine portugiesische Brig, genau. Ne? Nein, eine Korvette. Okay. Gegen die müssen wir notfalls ja noch antreten. Den Krieg werden wir übrigens erst kurz
bevor wir den Hafen angreifen, erklären, ne? So. Nicht, dass die Portugiesen da auf dumme Gedanken kommen. Ja, und die Kampfgruppe, die wird noch eine Weile unterwegs sein. Denn ich werde hier, einfach weil die nicht genug Proviant an Bord nehmen können, werde ich hier den Bogen außenrum fahren müssen, um die Häfen. Ja. Aber schauen wir mal, was das wird. Da haben wir noch eine Mission in Reserve. Hier sind wir unterwegs. So weit, so gut. Weiter geht es also. Wir sind eingelaufen, Sir. Genau, und da könnt ihr auch erstmal ganz brav im Hafen bleiben, Jungs. Und schön ein Auge auf die Portugiesen haben. So, alles dreht sich, alles bewegt sich hier. Bloß nicht den Überblick verlieren. Jawohl, das ist okay. Und ja, es ist wieder Zeit für den Monatswechsel. Mal sehen, ob es besondere Ereignisse gibt. Oh, sieht nicht so aus. So, Merolin, veraltete Produktionsstätten. Okay. Jagan, eine neue Fleute. Aha, Merolin und Nebelauen. Mendena, Festum. Ja, das ist halt hier der Bogen, wo wir zuerst Produktionsstätten errichtet haben. Ja, deswegen. Ich bin hier eher für Kaffee. So, Merolin, Nebelauen war das. Also aufpassen, dass man sich hier wenigstens drei Dinge merkt. Fälle, no, die werden wir nämlich gut los in Dings. Und was war das noch? Festum? Produktionsstätten. Ja, da können wir. Na. Ah ja, komm, machen wir nochmal Elfenbein hier. Söderle, das ist soweit erstmal das hier alles abgearbeitet, was am Monatswechsel passiert ist. Mission sind wir unterwegs, ne? Geld von Fasar nach Ebingen zu bringen. Hier oben. Auch klar, die Galeonen, die eine Flotte wird jetzt hier den Weg nach Süden einschlagen. Die andere macht nochmal hier den Bogen nach Norden, holt in Riva noch Gewürze ab. Dann sehen wir hier weiter. Flotte in Sicht, Leuten, sehr schön. Diesmal wieder viel Verkehr im Kanal. Jawohl, die beiden begegnen sich auch. Und weiter geht's. Schiffhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja. Dann erstmal rein mit euch, Jungs. Leute, endlich! Die große Hafenrunde. Schiffhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Kommt auch nach Jägern, da wird's im Hafen voll. Wir sind eingelaufen, ja. Sir. Aber es passen 5 Flotten in einen Hafen. Von daher ist hier also noch Platz. Ja. So, wir werden wieder Proviant auffrischen. Und 2, 4, 6, 8, 9. Ein Schiff kann noch dazu. Ich denke mal, dann werden wir wieder eine Fregatte nehmen, die mit Zweiergeschützen ausstatten, damit die halt ein bisschen aus größerer Reichweite feuern kann. Und auch ein bisschen mehr Gewicht in der Breitseite liegt. Ja. Schön viele Kugeln, die werden wir hoffentlich alle brauchen. Ja, hoffentlich hat die Zeit, das alles zu verfeuern. Ja, und Proviant. Ja, 10, damit ist unsere Kampfgruppe soweit ja vollständig. Hat aber eben maximal 12 Wochen Proviant. Damit werden wir nicht allzu weit kommen. Weil direkt rüber, jetzt wird das nicht reichen. Ja, sondern hier vielleicht. Ja, nach Festum werden wir noch kommen. Und dann müssen wir noch irgendwo zwischendurch mal Station machen. Aber erstmal die große Hafenrunde auch hier in Jägern angekommen. Tabak und Elfenbein können wir
verscheuern. Heldenbein haben wir dabei. Und der Rest wird auf die nächste Tour mitgenommen. Nur der Kaffee und der Alkohol, denke ich mal, die werden wir auf die Lagerflotte geben. Und uns von da aus zack, natürlich dann auch Sachen holen. Der Alkohol, zack, zack, zack. Na, den nehmen zum Beispiel dann eben die Schiffe mit, die nach Süden fahren. Denn da finden wir doch relativ gute Abnehmer. Ja, wir haben jetzt hier natürlich nichts, was wir auf die neue Tour mitnehmen könnten. Deswegen sollten wir jetzt aber hier ganz gut damit hinkommen, die zu verproviantieren. Der Haken ist jetzt nur die Kampfflotte, na, die ist ja noch ein bisschen unterwegs. Das heißt, wenn ich jetzt direkt rüberfahre, komme ich da noch an und kann hier in Merolin einmal richtig noch schön handeln. Ja, bevor ich den Hafen übernehme. Eine feindliche Übernahme sozusagen. Ja. Bevor wir das aber in Angriff nehmen, ist diese Folge wieder einmal zu Ende. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Genau. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu mit Öl.